Samstag, 19. Juni 2021. Heute ist erneut eine Katze in Albersdorf verschwunden. Die Leute sorgen sich. Misstrauisch betrachtet man einander. Die Katzenbesitzer lassen ihre Haustiere nicht mehr heraus. Um die Unschuldigen zu schützen und die Katzenbesitzer zu warnen, vertraue ich euch nun die unglaubliche Geschichte vom Steinzeitmädchen Alba an. Bitte glaubt meiner Erzählung, damit auch ihr sie eines Tages treffen könnt. Ein unmögliches Treffen. Die vergiftete Ratte. Es war ein aufregender Tag, dieser Sonntag im Frühling 1986. Der Mühlenteich bei der Westerau wurde in den Urzustand zurückversetzt und die Wassermühle restauriert. Im nahegelegenen Albersdorfer Freizeitbad hatte sich die ganze Nachbarschaft versammelt, um die Eröffnung der 77 Meter langen Wasserrutsche zu feiern. Deshalb war es ruhig im Dorf. Ich jedoch wollte wie immer lieber zu meinen Großeltern. Mein Großvater, der Karl Büttner aus der Kapellenstraße, besaß seit undenklichen Zeiten den Kolkraben Jakob. Opa war Handwerker und Künstler und hatte für Jakob im Garten eine große Voliere gebaut, in der er wohnte. Kolkraben sind große Vögel, die viel Platz brauchen. Die Tür von der Voliere war aber sowieso meistens auf, sodass er sich frei bewegen konnte. Wenn Jakob sich nicht in seiner Voliere aufhielt, saß er gerne auf der Fensterbank der Küche, um von Oma Hertha einen Wurstzipfel zu erhaschen. Jakob war mein Freund, mit dem ich mich gerne unterhielt. »Ein Gespräch mit einem Raben ist unmöglich«, schmunzelte Opa Karl immer dann, wenn ich mit Jakob redete. »Raben wiederholen vielleicht mal eine Phrase, aber richtig reden können die nicht.« Über diese Aussage lachten der Rabe und ich und setzten unsere unmöglichen Gespräche einfach fort. Jakob war tausende Jahre alt. Das hatte er mir eines Tages verraten. Als er jung war, ritt er auf Wollhaarmammuts über die kaltzeitliche Steppentundra. Später hätte er bei den Wikingern in Dänemark als Spion gearbeitet und sie bei ihren Raubzügen in Norddeutschland, Grönland, England, der Normandie und sogar bis ans Mittelmeer begleitet. Aber als die Wikingerzeit dem Ende zulief, die Dänen von Odin zu Jesus wechselten und ihre Schwerter gegen Pflüge tauschten, war Jakob in den Ruhestand getreten und hatte ein neues Zuhause bei meinem Opa gefunden. Jakob war bei meiner Geburt dabei gewesen und deshalb zu meinem Schutzengel geworden. Im Garten meiner Großeltern angekommen, erwartete mich etwas, das mir heute noch kalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Ich fand Jakob tot in meinem Käfig. Panisch und mit Tränen in den Augen wollte ich zu meinem Opa laufen, weil ich dachte, er könnte Jakob retten, als eine schwache Stimme mich aufhielt. »Med«, hörte ich sie flüstern, »bitte, gib mir Med.« Als mich kurze Zeit später etwas am Bein packte und mich ruckartig zurückzog, konnte ich auf einmal sehen, woher die Stimme kam. Auf dem Boden lag ein Mädchen. Sie hatte lange, dunkelblonde Haare, war fast so groß wie ich und trug ein Fellkleid. Ihr linkes Auge war mit einer Augenklappe verdeckt, wie eine Piratin. Sie hatte sich das Gehörn eines Rehbocks auf den Kopf gebunden. Sie sah aus, als passte sie nicht in unsere Zeit. »Med, bitte«, schluchzte sie leise. Dabei zeigte sie mit ihren schwarz umrandeten Fingernägeln auf einen Krug, der in einer Ecke der Voliere stand. Erst dann bemerkte ich den Grillfleischgeruch, der in der Luft hing. »Jakob und ich haben eine Ratte gegessen«, weinte sie bitterlich. »Die haben wir gerade gegrillt hinter dem Busch dort am Feuer. Ich wollte meine Metflasche öffnen. Da fing er an zu keuchen und zu röcheln«, schluchzte das Mädchen.
Er bekam keine Luft. Ich wollte ihm noch Wasser geben und ihm helfen. Aber Jakob hörte einfach auf zu atmen. Wie kann das sein? Fragte ich mich laut. Jakob ist mein Schutzengel. Er ist tausende Jahre alt und ist niemals krank. Was ist da passiert? Da stimmt etwas nicht. Es scheint wie... Und dann wurde mir endlich klar, was geschehen ist. Die Ratte war vergiftet.